Oh, verdammt, mein Kopf. Oh, verdammt. Wo bin ich hier? Schon wieder mit. Ach klar, alles klar, Leute. Wir sind hier nämlich beim Wurmloch. Das ist eine neue Serie auf Shortcuts. Grandioses Ding. Und darüber erzähle ich euch heute was. Aber erstmal gehe ich ausnüchtern. Oh. Hey, was geht ab, Leute? Ich bin Phil und willkommen zum Movie Roundup. Nachher erzähle ich euch noch ein paar Sachen über die Serie, die hier in diesem echten Set gedreht wird. Außerdem haben wir noch etwas über Quentin Tarantino, die Ninja Turtles und die neue Halo-Serie. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich heute nicht im Shortcuts-Studio bin. Ich bin in München und zwar wird hier die erste Shortcuts-Original-Webserie gedreht. Und zwar in Zusammenarbeit mit der HFF München. In der Serie geht es um die Abenteuer einer WG und die Probleme, die sie mit einem Wurmloch haben. Ebenfalls mit dabei sind übrigens auch Dr. Allwissend und meine Wenigkeit. Eigentlich wollte Quentin Tarantino dieses Jahr noch einen Western produzieren. Eigentlich, denn das Drehbuch wurde bereits geleakt. Das hat Quentin Tarantino natürlich unglaublich angepisst und jetzt fragen wir uns, was stand eigentlich im Drehbuch drin? Aber Achtung, Spoiler Alert. Im Film hätten sich 8 zwielichtige Cowboys, Kopfgeldjäger, Soldaten und Konsorten in einer Hütte verschanzt. In der Hütte hätten sie sich um ein wunderschönes Mädchen gestritten, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist. Und das ist ganz schön hoch. Die Story hätte übrigens fast ausschließlich in der Hütte gespielt. Und jetzt ist alles aus. Wie schaut's mit euch aus? Hättet ihr euch genauso sehr auf den Film gefreut wie ich? Schreibt's in die Kommentare. Erinnert ihr euch noch an The Raid, den indonesischen Actionfilm von 2011? Für viele ist das ja der beste Actionfilm des Jahrzehnts und deswegen kommt nun auch ein zweiter Teil. Beim Sundance Festival wurde dieser vorgestellt und erntete grandiose Kritiken. Viele meinten sogar, dass der besser ist als der erste Teil. Die nächste Nachricht kündigt etwas Großes an, aber bedeutet groß auch gut? Und zwar verbreitet sich momentan im Internet das Gerücht, dass Pixar einen Star Wars Animationsfilm plant. Möglich ist das tatsächlich, da Pixar und Lucasfilms beide zu Disney gehören. Pixar hat ja noch nie wirklich einen schlechten Film gemacht, daher wäre es vielleicht sogar cool. Aber bitte nicht im Car-Style. Ich sitze jetzt hier mit einem der beiden Regisseure von der Serie Wurmloch. Erzähl doch einfach mal, worum geht's bei Wurmloch? Wurmloch, ein paar Stichworte. WG, 3 Leute, Zeitreise, Wurmloch, das Ende der Welt. Wow, krass. Und wie sieht's mit den Hauptcharakteren aus? Wir haben 3 Stück. Wir haben Lasse, einen ziemlich crazy Typen, der versucht auch bei Mädels zu landen und es einfach nicht schafft. Wir haben Dietrich. Ein recht schüchternen Kerl, der in Jette verknallt ist. Ein ziemlich sexy Mädel, die aber niemanden an sich ranlässt. Und mal schauen, wie die 3 irgendwie am Ende doch zusammenfinden. Das erste Kostüm der neuen Ninja Turtles wurde geleakt. Im Film sind diese natürlich komplett animiert. Und das ist nur ein Karnevalskostüm. Aber ich muss sagen, so als Fan, das sieht echt enttäuschend aus. Wonder Woman wird uns noch eine ganze Zeit begleiten. Gal Gadot wird die Rolle nämlich in ganzen 3 Filmen spielen. Und eventuell ist sogar ein Standalone mit dabei. Der neue Film A Million Ways to Die in the West von Ted Mann und Seth MacFarlane hat ein Foto. Darauf zu sehen sind Charlize Theron, Neil Patrick Harris und Amanda Seyfried. Steven Spielberg hat angekündigt, dass Neil Blomkamp, der Macher von District 9, auch die Halo-Serie übernehmen könnte. Vor ein paar Jahren sollte der ja schon mal einen Halo-Film verwirklichen. Kommen wir zu den Kinostarts der Woche und diese Woche haben wir für euch Anchorman 2. Ron Burgundy ist zurück. Jahre nach den Ereignissen des ersten Films ist Ron Burgundy beruflich am Ende. Eine zweite Chance bekommt er, als ein 24-Stunden-Sender ihn und das Team einstellt. Will. Der Startschuss für eine turbulente Reise. Nils hat für euch eine Kritik aufgenommen und in dieser hat er sich in einen Nachrichtensprecher verwandelt. Damit gebe ich zurück ins Studio. Danke, Nils. Schockierende Tatsachen, die uns unser Außenreporter Nils Burgwerk da berichtet hat. Kommen wir zu den DVD- und Blu-ray-Starts. Zum einen hätten wir Red 2. Bruce Willis spielt einen Ex-CIA-Agenten, der einfach nicht dazu kommt, seinen Ruhestand zu genießen. Dieses Mal muss er zusammen mit anderen Agentenrentnern eine Atombombe auffinden, bevor diese in falsche Hände gerät. Ein Actionfilm mit Hurra, wir sind alte Action-Stars-Humor. Und dann hätten wir noch für euch Paranoia. Tribute von Panem-Star Liam Hemsworth wird von einem skrupellosen Firmenboss in ein Konkurrenzunternehmen eingeschleust. Dort soll er Industriespionage betreiben. Leider verliebt er sich in die schöne Emma. Was ihr diese Woche auf keinen Fall verpassen dürft. Am Samstag kommt wieder der Shorty Award Team mit Vegas.
Das war's leider auch schon wieder für Movie Roundup von dieser Woche. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentiert und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Oben geht es jetzt weiter mit der letzten Roundup und unten kommt ihr zum neuen Format mit Master Jam. Ihr seht, ich bin hier immer noch am Set. Es geht also weiter und ich höre jetzt einfach mal auf zu labern, weil ich gehe den allen voll auf den Sack. Deswegen sage ich, lasst euch noch schön beleidigen. Für heute verabschiedet sich das Channel von Nachrichtenteam. Ich bin Veronica Corningstone. Und ich bin Ron Burgundy. Leck mich am Arsch, San Diego. Fuck!